Nach 12 Jahren und 11 Staffeln hat The Walking Dead sein würdiges Ende gefunden, aber die haben am Ende der Serie so viele Türen aufgelassen, wie ein Einsatzteam, was gerade in ein Haus stürmt. Wie ich das Finale von The Walking Dead fand und wie es mit der Serie weitergeht, beziehungsweise was uns jetzt als nächstes erwartet, beziehungsweise dass es noch nicht das Ende von The Walking Dead ist, das will ich euch im heutigen Video erzählen. Und damit heiße ich euch dann erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couchtime. The Walking Dead wird für immer eine meiner Lieblingsserien sein und nicht nur, da sie mich gefühlt 12 Jahre meines Lebens begleitet hat, nein, sondern einfach, ich finde die Serie einfach geil. Ich mag Zombies, ich finde die Schauspieler super und alles in allem, die Serie ist einfach unfassbar cool. Es ist eine Serie, die ich einfach immer wieder gucken kann, weil ich es auch nicht nur das erste Mal durchgeguckt habe, in Anführungsstrichen. Und als dann irgendwann die letzten Jahre über rauskam, dass Staffel 11 die letzte Staffel ist, war ich gefühlt am Boden zerstört, weil ich dachte, oh mein Gott, wohin mit meinem Leben, wenn diese Serie zu Ende ist. So geht es mir übrigens bei vielen anderen Serien auch. Eventuell mache ich darüber auch mal ein Video. Vielleicht bin ich der Einzige, der sich so fühlt, aber vielleicht gibt es auch noch Leute, die einfach, nachdem eine Serie zu Ende ist, einfach gefühlt kurz mal den Sinn des Lebens verlieren. Aber ja, Staffel 11 von The Walking Dead war ja gesplittet. Ich glaube sogar insgesamt, war die nicht sogar dreimal? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, sie war auf jeden Fall gesplittet. Und der erste Part von der Staffel 11 war so für mich so, okay, sehr unterhaltsam. Viele Charaktere kommen wieder zurück. Es wird viele neue Beziehungen und Bindungen überall aufgebaut. Und gegen Ende habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie sollen sie es zu Ende bringen? Ich habe mich sehr oft wirklich gefragt, wie sie das zu Ende bringen sollen, weil gefühlt manche Episoden mit so einer riesen Lücke dagelassen wurden, dass ich gar nicht gedacht habe, dass da irgendwie ein Ende gefunden werden kann, was sie aber geschafft haben. Die letzte Folge von Staffel 11 ist Zeit der Aufnahme eine Woche her. Und ja, vorab, ich versuche hier in dem Video nicht zu viel zu spoilern, was man nicht als The Walking Dead Gucker nicht unbedingt schon vorher weiß oder ahnt. Es wird potenziell schon zu Spoilern kommen, deswegen, wenn ihr wirklich nichts wissen wollt über die letzte Folge, beziehungsweise überhaupt über die letzte Staffel, dann schaltet ab. Wenn ihr sagt, okay, ich weiß schon so ungefähr, was da passiert und ich kann mir gut vorstellen, was da los ist, könnt ihr gerne dranbleiben, aber Spoilerwarnung ist an der Stelle raus. Ja, die letzte Folge hat tatsächlich, viele Türen offen gelassen für was ich gleich noch drüber rede. Und ich fand die letzte Folge einfach perfekt. Sie war perfekt gemacht. Also ich habe was anderes erwartet, bin ich ehrlich. Ich habe irgendwie was Krasseres erwartet, aber ich bin froh, dass wir es so bekommen haben, wie es jetzt ist. Denn ich habe mir gedacht, gut, wir bekommen 3 Spin-Offs auf jeden Fall. Die müssen ja auch irgendwie angeteased werden. Und tatsächlich haben sie das nicht so Brett vorm Kopf mäßig gemacht, sondern sie haben es mit ganz feinen Brisen gemacht. Also das Daryl-Spin-Off, was kommt, haben sie ganz leicht angeteasert. Das Maggie und Negan war ganz wenig. Also da war wirklich nur ein Furz in der Ecke, der gesagt hat, okay, hier, guck mal, da kommt nochmal was von Maggie. Und ja, das Rick und Michonne-Spin-Off, das haben sie natürlich ganz am Ende groß angekündigt, was aber wirklich auch gut gelöst war. Also es war nicht so, die letzte Folge war nicht so, okay, Leute, hier, ihr seht jetzt, was bald passiert und warum es passiert. Nein, es war schon ein würdiges Ende. Abgesehen von den ganzen Anspielungen auf Season 1, zum Teil auch Season 2. Wow, also ohne zu spoilern, das Ende war einfach für mich herzerwärmend, nenne ich es mal so. Mehr will ich aber tatsächlich gar nicht direkt so über das Finale sagen. Eventuell, wenn die Zeit ein bisschen vergangen ist, rede ich mal spezifischer, aber ich möchte jetzt noch keine Spoiler in den Raum werfen, weil es halt Leute gibt, die vielleicht noch nicht so weit geguckt haben. Ja, ich möchte jetzt lieber tatsächlich darüber reden, wie es mit The Walking Dead weitergeht. Denn wir haben zwar schon 4 The Walking Dead, was uns schon zum Teil zeigt, was vorher passiert ist, was währenddessen passiert. Wir haben The Walking Dead The World Beyond, was auch eine Miniserie ja war und die schon viel uns gezeigt hat, aber beide Serien zum Teil sind halt nicht so gut angekommen. Wie die Timeline von The Walking Dead ist und was, wo, theoretisch, wie man sie chronologisch richtig guckt, da kommt tatsächlich morgen direkt schon ein Video zu. Heißt, wenn ihr wissen wollt, in was für einer chronologischen Reihe ihr die Serien gucken müsst, schaltet gerne morgen ein. Ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, als ich dachte, aber es geht. Aber es geht jetzt hier erstmal um die 3 großen Spin-Offs, wo ich mich sehr drauf freue. Denn wir bekommen ja ein Daryl Dixon Spin-Off. Eine kleine Daryl Dixon Serie, die ja schon in der Hinsicht angeteased wurde. Okay, Daryl weiß, Michonne und Rick sind potenziell am Leben und er will sie suchen, weil er halt seinen besten Freund finden will. Macht ja auch irgendwo Sinn. Und wir wissen, dass die Serie, also dass Daryl in Paris landen wird. Wie er dahin kommt und warum, das ist halt jetzt noch nicht klar. Es macht bis jetzt auch für mich noch nicht wirklich Sinn. Das Einzige, wir wissen durch The World Beyond, dass
in Frankreich der Virus seinen Ursprung hat. Bedeutet, es könnte sehr interessant werden, Daryl da zu sehen, weil wir ja auch durch The World Beyond und auch jetzt durch die letzte Staffel gesehen haben, dass die Beißer mutieren. Und da in Frankreich der Virus halt schon länger umherzieht, könnten wir natürlich noch mehr krassere, coolere, interessantere Variantenmutationen von den Beißern bekommen. What the fuck? Erst war es geplant, dass es eine Daryl Carroll Serie ist. Die bekommen wir aber nicht. Muss ich auch sagen, bin ich fein mit, weil, sind wir mal ehrlich, Staffel 9 war Daryl Carroll. Und auch im Allgemeinen, es gibt halt so viele Daryl Carroll Folgen, da hätten wir keine ganze Serie zu gebrauchen. Es wird jetzt schon gemunkelt, dass Carol ein, zwei kleine Auftritte in der Daryl Serie haben wird. Allgemein, ich bin mir ziemlich sicher, dass in all diesen drei Spin-Offs-Serien immer wieder bekannte Charaktere auftauchen werden, dass es im Prinzip in einem riesen Crossover endet. Komme ich aber gleich noch drauf zu. Wie Daryl aber nach Frankreich bzw. nach Paris kommt, das ist halt jetzt noch die Frage. Potenziell wird vielleicht der CRM was damit zu tun haben. Vielleicht wird Daryl entführt. Vielleicht, weiß ich nicht, kommt er irgendwie auf einem anderen Weg dahin. Aber er muss ja vielleicht potenziell mit einem Helikopter fliegen. Und der wäre halt das CRM so das nächstliegendste tatsächlich. Vielleicht bekommen wir damit auch mal ein bisschen mehr Informationen, weil das haben wir weder in The World Beyond wirklich bekommen, noch in 4. Und das wäre einfach cool, weil CRM ist halt noch so eine Sache mit auch A und B und. Wir wissen schon mehr darüber. Kommt alles in dem Timeline-Video, by the way. Aber ja, es ist doch wirklich ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt. Meine größte Angst bei der Daryl-Serie ist, dass es einfach nur eine Daryl-Serie ist, um eine Daryl Serie zu haben. Das hat ja bei 4 schon nicht geklappt, so einfach eine Walking Dead Serie, um eine Walking Dead Serie zu haben. Daryl kann eine komplette Show tragen. Die komplette Serie kann nur um Daryl gehen, aber das bräuchten wir nicht. Wir bräuchten nicht einfach eine Serie, wo es einfach darum geht, Daryl, der sich durch ein paar Zombies metzelt und ja, Ende. Brauchen wir nicht. Deswegen hoffe ich einfach, dass durch ganz viele kleine Crossovers, das halt dann in einem großen Crossover endet. Es muss was Neues erzählt werden damit. Und rein theoretisch ist auch Daryls Charakter fertig so. Der ist zu Ende geschrieben. Da kann nicht mehr Charakterentwicklung rauskommen. Deswegen ist das meine größte Angst, aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt in der Hinsicht nicht verkacken. Genauso wie mit dem Spin-Off, was wir wahrscheinlich als erstes bekommen. The Walking Dead, Dead City. Ja, das bekommen wir potenziell als erstes und das ist das Maggie und Negan Spin-Off. Ja, das sind zwei Charaktere, wo ich mich immer noch frage, wie haben die es echt geschafft? Zusammen nach New York. Und ich freue mich auf die Serie, weil ich finde Maggie und Negans Dynamik zum Ende der Serie so unfassbar gut. Maggie hat ja nun mal gesagt, hier, ich möchte dir verzeihen, ich will nicht mehr böse auf dich sein oder ich will dich nicht mehr hassen, aber es geht nicht. Immer wenn ich dich ansehe, sehe ich meine Liebe meines Lebens mit einem Baseballschläger zu Matsch geschlagen wurde. Sie hat auch gesagt, hier, es kann sein, dass es dann Tage gibt, wo ich dich nicht ansehen kann und das wird das Interessante in der Serie. Überhaupt, Dead City spielt in New York und ich fand tatsächlich die ersten Staffeln, wo sie in Atlanta waren, so geil, weil halt, sind wir mal ehrlich, eine Stadt, eine Großstadt in einer Zombie-Apokalypse ist das Beste zum Überleben in Bezug auf Nahrung, Verschanzen und. Aber es ist der schlimmste Ort zum Leben, weil da einfach potenziell mehr Beißer rumherlaufen halt. Es sind halt mehr Menschen da gewesen. Ich bin mir auch sicher, dass diese Serie damit starten wird, dass wir ein kleines Crossover zur Originalserie sehen werden. Ich denke nicht, dass wir einfach, bumm, wir sind jetzt in New York, hallo, da sind wir, sondern dass es halt schon noch gezeigt wird, dass die quasi erstmal mit der großen Gruppe, die wir halt aus der Mutterserie kennen, einfach sagen, jo, hier, wir machen das. Und ja, aber was die Motivation ist, das ist halt noch sehr, sehr unbekannt, beziehungsweise absolut nicht durchsichtig. Warum sollte als Beispiel Negan seine Frau und sein bis dato ungeborenes Baby zurücklassen? Warum sollte Maggie Herschel zurücklassen? Das ist so eine Frage, warum? Das macht Stand jetzt keinen Sinn, weswegen es in der ersten Folge wahrscheinlich zu sehr viel Erklärung kommen wird. Vielleicht werden Herschel und Negans Frau entführt. Ist eine Möglichkeit. Fände ich ein bisschen langweilig, aber ist eine Möglichkeit. Das ist grundlegend die Frage. Was wird sie nach New York schaffen? Wie schon gesagt, vielleicht hat das CRM hier wieder was mit zu tun. Vielleicht haben sie halt Negans Frau und Herschel entführt, weswegen sie, also Maggie und Negan, nach New York gehen, um halt da vielleicht, weiß nicht, ob da der Sitzpunkt oder was weiß ich ist. Es wird potenziell auch hier wieder eventuell mehr CRM geben und auch wieder einen leichten Ansatz zu einem Crossover. Und ich kann es hier schon mal vorwegnehmen, ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende von allen drei Serien es ein großes Crossover geben wird, wo alle wieder zusammenfinden, wo auch die ein Großteil der Original-The Walking Dead-Seriencharaktere wieder zurückkommen, dass wir einfach ein Finale nach dem Finale haben, also wirklich einen kompletten Abschluss, wo einfach gesagt wird, okay, es sind alle wieder zusammen, Friede, Freude, Eierkuchen und dann ist wirklich Ende. Wäre potenziell mein Gedankengang, wie es dazu hinaus,
Also wie es dahin kommen könnte. Und dann bekommen wir die letzte Miniserie. Und ja, Spoiler, beziehungsweise nicht Spoiler. Ja, Rick und Michonne sind am Leben, denn es ist eine Rick und Michonne-Serie. Auf die Serie bin ich mitunter am meisten gespannt, aber tatsächlich mehr auf Ricks Sichten als auf Michonne, weil Michonne haben wir schon viel. Wir wissen, was sie macht, wir wissen, wo sie ist, so Pi mal Daumen. Bei Rick wissen wir aber halt noch gar nichts. Und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich die Serie viel aus Ricks Perspektive spielt, beziehungsweise einfach mit Flashbacks arbeitet und halt sagt, okay, wo war Rick oder was hat Rick jetzt die letzten, weiß nicht wie viele Jahre es genau waren, sechs Jahre gemacht, wo er entführt wurde. Und tatsächlich eine Sache, die auf jeden Fall bestätigt und bekannt ist, worüber ich mich sehr freue, der Rick, den wir in dieser Serie sehen werden, unabhängig jetzt von den Flashbacks, ist tatsächlich wieder der rote Machetengriff Rick. Denn das ist schon bestätigt worden, es ist der Rick, der einfach brutal ist, eiskalt, einfach unberechenbar, was, wenn wir jetzt mal ehrlich sein, einfach die geilste Version von Rick ist. Ich glaube, jeder liebt diesen Rick und es wird einfach geil. Wenn wir ihn wiederbekommen, das wird geil. Ich meine, man muss es sagen, man hat es schon am Ende jetzt der letzten Staffel, der letzten Folge von The Walking Dead jetzt gesehen. Dieses Grinsen, wie er da quasi vor dem, also da kurz davor steht, wieder gefangen genommen zu werden. Wie er da steht und dieses Grinsen, das war nicht der Rick aus The Walking Dead Staffel 1 und das war auch nicht der Rick aus Staffel 8, 7 oder 8. Das war der rote Macheten-Rick. Das war der kannibalentötende Rick. Und das freut mich, da bin ich so gespannt drauf. Aber auch hier die Serie, bin ich sicher, muss wieder gut mit entweder der Originalserie oder den anderen zwei Spin-Offs verknüpft sein, weil es wäre halt ein unfassbar episches Ende, wenn Rick es schaffen würde, seine Frau, seine zwei Kinder, seinen ungeborenen Sohn, also den er nicht mitbekommen hat, dass er geboren wurde, also RJ, zu sehen, überhaupt Daryl wiederzusehen, alle, und was ich auch sehr interessant finde, worüber man sich vielleicht gar nicht mal so viel Gedanken macht, wenn er Negan wieder sieht. Der letzte Stand von Rick und Negan war halt mehr oder weniger, ja nee, wir vertragen uns vielleicht nicht so gut und auf einmal steht Negan auf der guten Seite und das wäre schon eine interessante Sache, vor allem stell mir so vor, die treffen aufeinander, Rick geht auf Negan los und so ein Daryl, so eine Maggie stellen sich vor Negan. Das wäre wahrscheinlich erstmal ein kompletter Kulturschock für Rick. Aber es wäre echt genial. Also so ein Ende müssen sie schon fast machen, sonst macht es keinen Sinn. Die haben so viele Möglichkeiten, durch diese kleinen Spin-Offs zu sagen, okay, wir machen ein großes Crossover. Wir geben den Fans genau das, was sie erwarten, das, was sie sehen wollen, wie sie wieder zusammenfinden. Ganz viele Crossovers, die miteinander verknüpft sind. CRM im Prinzip als der große Überbegriff, der alles miteinander verknüpft. Ob CRM jetzt gut oder böse ist, sei mal dahingestellt. Es wäre einfach unfassbar verschwendetes Potenzial, wenn sie das nicht so machen würden und uns einfach drei alleinstehende Serien geben, die dann halt mittelmäßig sind. Das würde es halt auch nicht bringen. Das wäre die Möglichkeit vertan. Ich hoffe auch, dass wir über die Serie dann endlich mal ein bisschen mehr über den Virus erfahren. Wirklich. Einfach, also wir wissen zwar, ja, er ist von Menschen gemacht, er hat seinen Ursprung in Frankreich und ja, aber wirklich mal so mehr erfahren. Potenziell, wie gesagt, eine Heilung wäre schon interessant, aber es wäre halt auch langweilig. Aber meine Frage dreht sich direkt mal an euch. Wie soll The Walking Dead sonst enden? So, entweder es gibt eine Heilung, das wäre Schritt 1, oder alle sterben. Das sind die zwei Möglichkeiten. Oder sie leben halt alle mit den Zombies. Aber das wäre halt so ein Ende, wo man sagen kann, okay, das ist aber, wir wissen nicht, was passiert, dann wissen wir nicht. Überleben sie. Und das wäre halt ein bisschen langweilig, aber irgendwie ist es schwer. Es ist schwer, ein gutes Ende zu finden. Ich hoffe, ich sag mal so, sie haben jetzt mit drei Spin-Offs die Möglichkeit, ein gutes Ende zu planen. Ich hoffe einfach, sie kriegen es hin. Und ich hoffe halt, dass wir in diesen Spin-Offs auch halt dann viele Varianten-Zombies sehen. By the way, wusstet ihr, dass das Wort Zombie in der ganzen The Walking Dead-Serie nie genannt wurde? Also, es sind keine Zombies, theoretisch. Also, es ist für sie in der Serie, sie nennen sie nicht Zombies. Interessanter Funfact an der Stelle. Aber ich hoffe einfach auch, mehr Varianten zu sehen. Vielleicht schnelle Varianten, wie bei World Beyond. Irgendwelche, ich denke immer so in Richtung Left 4 Dead, 28 Days Later. Also, ein bisschen noch gefährlichere Varianten als die normalen Walker sowieso schon sind. Kommen wir zum Ende vom Video. Ich hoffe halt wirklich einfach, dass sie mit der Serien oder mit den Serien was Gutes machen. Ich hoffe, dass sie es nicht verkacken. Die Staffelfinale oder das Finale von der großen Serie The Walking Dead, kann ich schon mal sagen, war unfassbar gut, unfassbar berührend und emotional. Ich saß da auch, hab eine Träne verdrückt. Es waren potenziell vielleicht nicht unbedingt nur Trauertränen, sondern auch viele Freudentränen tatsächlich. Und es war einfach gut. Also kann ich einfach nur so stehen lassen. Aber wie gesagt,
dieses Finale hat viele Türen offen gelassen und ich freue mich einfach potenziell durch diese Türen auch zu gehen. Und wie gesagt, zu diesem Anlass werde ich dann auch das The Walking Dead Timeline Video mal hochladen. Wie gesagt, das kommt morgen. Wenn euch das interessiert, wie ihr die Timeline halt wirklich gucken müsst oder könnt, sollt, rein chronologisch, schaut es euch gerne an. Muss ich leider mal sagen, es war in dem Fall richtig viel Arbeit als bei den anderen Timeline Videos, weil hier halt durch Fear the Walking Dead und World Beyond auch sehr viel hin und her gespringe ist. Aber ja, es war ich. Ist interessant und wie gesagt, wenn ihr es gerne in der chronologischen Reihenfolge gucken wollt, wäre dieses Video, was morgen kommt, perfekt für euch. Und ja, falls euch sonst allgemein solche Videos wie hier das hier gefallen und ihr allgemein gerne Serien und Filme mögt, dann lasst doch gerne mal ein Abo da und würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt an der Stelle von euch verabschieden und wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen, definitiv, auf derselben Couch wieder, das weiß ich schon. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.